Hallo und herzlich willkommen, darf euch und Sie begrüßen zur Pressekonferenz vor dem Hansa-Auswärtsspiel beim SVW in Wiesbaden am Sonntag um 14 Uhr. 1700 Hansa-Fans sind definitiv mit dabei. Die Gästekasse hat aber geöffnet, 90 Minuten vor Anstoß. Also wer sich noch auf den Weg machen will, der bekommt noch ein Ticket vor Ort und auch alle Informationen zur Anreise, zum Parken vor Ort auf unserer Homepage unter den Faninformationen. Kommen wir zum Allerwichtigsten, zu unserem Cheftrainer Bernd Hollerbach und dem Blick auf die aktuelle Situation, was unsere Spieler angeht. Wer wird ausfallen? Also ausfallen wird nach wie vor erstmal, hallo, Lanius nach wie vor weiterhin. Und leider hat sich heute Morgen der Benny Uphoff verletzt. Da müssen wir jetzt mal abwarten, was da los ist. Der ist auf dem Weg zum Arzt. Und da kann es sein, dass der Benny heute also auch ausfällt am Samstag. Ja, deswegen wissen wir da noch nicht genau, wie die Diagnose ist. Der Stand zu den Verletzten. Der Rest ist wieder dabei. Felix Kruschke macht sich ganz gut jetzt. Der war ja auch lange raus und wird täglich besser bei ihm. Ja, der ist jetzt wieder zweieinhalb Wochen im Training. Das ist positiv. Gut, dann rücken wir mal Obi die Daumen. Ja, das nicht so schlimm ist. Genau. Und ja, Ben, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ein paar Worte zum Ablauf jetzt sagen, wann ihr euch auf die Reise macht. Ja, wir werden heute Nachmittag noch mal trainieren und dann morgen Mittag. Und anschließend machen wir uns dann auf die Reise nach Frankfurt mit dem Flugzeug und dann geht's weiter rüber nach Wiesbaden. Übernachten dort und bereiten uns dann dort aufs Spiel am Samstag vor. Prima, danke schön. Dann geht's weiter mit euren Fragen. Elisabeth Reinhold von der Ostseewelle. Ja, hallo, vielleicht können Sie noch ein paar mehr Worte sagen zu Benny Uphoff. Inwiefern hat er sich verletzt? Also ja, wir hatten heute noch ein Abschlussspiel und ganz kurios ist er dann zum Ball gelaufen, wollte den Ball spielen und hat sich dann den Oberschenkel gefasst und hat eine Zerrung oder vielleicht einen Muskelfaserriss. Ja, auf jeden Fall ging es nicht weiter und das war die Situation oder die Aktion, wo war. Also eigentlich aus dem heiteren Himmel passiert. Deswegen habe ich auch selten gehabt, dass ein Torwart einen Muskelfaserriss hat. Oder eine Zerrung hoffentlich. Jetzt müssen wir mal eine genaue Diagnose abwarten. Es war aber nicht irgendwie jetzt im Zweikampf oder mit dem Körperkontakt, sondern einfach hat sich seitlich angeboten, wollte hinten rausspielen und dann hat er sich an den Oberschenkel gelangt und musste dann leider reingehen. Hoffen wir mal das Beste. Meines Wissens hat er heute auch Geburtstag. Ja, heute Geburtstag und glaube ich auch, dass er sich einen besseren Geburtstag gewünscht hätte. Oder wir uns alle. Jetzt nochmal zum Spiel gegen Stuttgart. Da haben Sie ja danach gesagt, dass Sie recht zufrieden waren und der Mannschaft keine Vorwürfe machen können. Aber was natürlich auch angesprochen wurde, war die Chancenverwertung. Wie sind Sie das direkt jetzt nochmal die Vorbereitung angegangen? Blick aufs nächste Spiel. Ja, nicht groß anders. Also wir haben jetzt auch die Auswertung gehabt von der dritten Liga. Wir haben die meisten Sprints von der ganzen Liga gemacht, von allen Vereinen. Wir haben die meiste Sprintdistanz gehabt, sind 120 Kilometer gelaufen. Das war, glaube ich, der viertbeste Wert in der Liga. Also deswegen, die Mannschaft ist marschiert, ist topfit. Das Einzige, was wir halt jetzt sagen konnten, war, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Und da waren wir reichlich genug Chancen gehabt, Tore zu machen. Das haben sie nicht genutzt, aber wir müssen weiter dranbleiben und wieder genauso intensiv spielen und dann auch hoffen, dass wir dann auch die Möglichkeiten, die wir haben, dass wir dann auch nutzen und Tore machen. Nun ist ja Wiesbaden auch ein Absteiger, mussten sich jetzt auch wieder quasi umstellen, auch ein bisschen neu ordnen. Was erwarten Sie dann jetzt am Samstag für ein Spiel? Ja, es ist eine cleverere Mannschaft, also hat von der Körpergröße her natürlich eine andere Wucht wie Stuttgart, die werden eher schnelle Spieler gehabt haben. Also da müssen wir uns schon darauf einstellen, dass sie da körperlich auch anders dagegen gehen wie jetzt. Stuttgart ist eher eine spielstarke Mannschaft mit vielen schnellen Spielern. Und da haben wir uns die Woche jetzt auch darauf vorbereitet und müssen halt auch wieder dann, wie gesagt, mutig sein auch. Ja, und auch nach vorne spielen, wie wir es jetzt gemacht haben, wenn wir die Möglichkeit haben, schnell nach vorne zu spielen, viele tiefe Läufe machen und den Gegner halt auch dann
das Leben schwer machen. Es wird, glaube ich, heiß am Wochenende, was ich jetzt gesehen habe. Ja, 35 Grad oder noch mehr. Also müssen wir auch einen guten Rhythmus finden, dass wir halt dann auch ab und zu mal, ja, wie wir es hier gemacht haben, hoch anlaufen oder pressen. Aber wir können es natürlich nicht 90 Minuten machen, müssen dann auch ein bisschen clever sein und dem Gegner dann auch nicht so viele Räume geben, weil dann sind sie schon gut. Stefan Ehlers von der Ostsee-Zeitung. Ja, haben Sie Wien Wiesbaden selber beobachtet oder beobachten lassen? Wir beobachten immer die Gegner. Wir haben uns jetzt nochmal das Spiel komplett angeschaut und wir haben auch einen ganz guten Videoanalysten. Der macht das ganz gut. Der hat uns heute Morgen ein bisschen länger dann auch vorbereitet, weil wir donnerstags immer dann auch Stärken und Schwächen vom Gegner analysieren. Und natürlich haben wir uns vorbereitet und wissen, dass es eine schwere Aufgabe wird in Wiesbaden, aber wir sollten da auch hinfahren und mutig sein. Und ich will grundsätzlich immer jedes Spiel gewinnen, egal gegen wen es ist. Und es wird da auch so sein, dass wir auch das Spiel natürlich versuchen wollen zu gewinnen. Ja, es gab in den vergangenen Tagen so ein bisschen Wirbel mit Hauptsponsor etc. Versuchen Sie, solche Störgeräusche von der Mannschaft fernzuhalten oder sprechen Sie ganz bewusst mit den Spielern darüber? Nein, das ist jetzt für uns auch kein Thema. Das ist ja ein Thema mehr für die Verantwortlichen hier. Ja, ich habe jetzt da keinen großen Einblick und wie ich es halt die letzte Woche auch schon gesagt habe, ich bin jemand, der sich aufs Wesentliche konzentriert. Das ist hier mit der Mannschaft, mit dem, was wir haben, das Beste zu machen und das andere müssen dann die Verantwortlichen klären. Ja, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das so ein großes Thema jetzt in der Mannschaft war. Ben Brümmer von der Ostsee-Zeitung. Moin Coach. Moin. Sie haben es ja schon angesprochen, dass Sie mit Wiesbaden jetzt einen körperlicheren Gegner erwarten, als das gegen Stuttgart der Fall war. Denken Sie dann auch, dass Sie Ihre taktische Formation und anpassen müssen? Ja, wir wollen das eine oder andere versuchen, ein bisschen anders zu machen. Aber muss jetzt auch ein bisschen Verständnis haben, dass wir da jetzt nicht groß unseren Matchplan hier preisgeben wollen, sondern es kann sein, dass wir es ein bisschen anders angehen, den Gegner auch angepasst. Aber trotzdem bin ich auch jemand, der auch eigentlich viel auf uns schaut, auf unsere Stärken. Und wir wollen auch wieder aktiv sein. Wir wollen nach vorne spielen, uns versuchen, wieder gute Torschancen rauszuspielen und dann hoffentlich dann auch das ein oder andere Tor zu erzielen. Ja, Tim Krohn durfte gegen die Stuttgarter Reserve sein Pflichtspieldebüt geben im Profiteam. Nun kommt ein körperlicherer Gegner. Wie schätzen Sie seine Rolle ein? Trauen Sie ihm zu, dass er sich auch gegen körperlichere Spieler durchsetzen kann vielleicht? Ja, dafür hat er eine andere Qualität mit seiner Schnelligkeit. Jetzt aber Gudjonsson ist jetzt auch wieder einen Schritt weiter, da die Woche gut trainiert. Also da geht es jetzt auch langsam von der Körperlichkeit besser, er kann jetzt intensiver anlaufen. Also da ist immer auch wieder ein Schritt weiter. Dann haben wir halt auch noch Luis Köster, der auch viele tiefe Läufe macht, der immer auch jetzt in der Vorbereitung viele Chancen hatte, im 1-gegen-1. Hat leider noch kein Tor gemacht, aber er hat halt immer die Möglichkeiten durch seine tiefen Läufe. Der ist auch da eine Option. Also wir trauen, oder ich habe Vertrauen in die Stürmer jetzt, die ich da habe. So, die geben ihr Bestes und die werden unterstützt. Nun haben Sie ja schon angesprochen, dass Benny sich heute verletzt hat und Sie noch nicht wissen, wie es weitergeht. Sollte es denn dazu kommen, dass Obi nicht spielen kann, haben Sie sich schon festgelegt, wer stattdessen im Tor stehen wird? Nein, habe ich noch nicht. Also werden wir jetzt da nochmal mit dem Torwarttrainer dann heute Nachmittag nochmal zusammensetzen. Jetzt haben wir Zeit, ein bisschen zu reden. Und machen beide einen guten Eindruck. Also ich habe da auch Vertrauen zu den Jungs. Deswegen, wie gesagt, muss ich mich da mit Olle nochmal zusammensetzen heute Mittag. Und dann werden wir das dann auch im Team, auch mit den Assistenztrainern entscheiden, die Vorbereitung nochmal Revue passieren lassen und dann auch dem die Chance geben, der es dann auch verdient hat. Aber ich habe bei beiden keine Kopfschmerzen. Max Hagemoser stand nun gegen Stuttgart 2 im Kader. Philipp Klewin war auf der Mahlstraße, hat Autogramme verteilt. Gab es da irgendeinen bestimmten Grund, warum Max im Kader war?
Ja, weil Philipp halt spät zu uns jetzt gestoßen ist. Und der Max ist, muss man ganz ehrlich sagen, jetzt auch eine klasse Entwicklung jetzt genommen hat, so wo ich hierher gekommen bin, ja, und wie er sich jetzt dann reingehauen hat und wie er jeden Tag im Training gearbeitet hat und auch gute Vorbereitungsspiele gemacht hat, ja, ist der Max genauso eine Option wie Philipp. Philipp ist halt ein Gestandener, der schon ja auch ja mehr der alte Hautdecke ist, der schon ja die eine oder andere Schlacht geschlagen hat da jetzt in der dritten Liga und der zweiten Liga. Der ist der Erfahrene, aber Max, muss ich sagen, der hat sich auch jetzt richtig gut entwickelt und mir gefällt der Junge gut auch, weil er ja vorweg geht, positiv ist, keine Angst hat, sich reinhaut. Also wie ich es ja eben gesagt habe, da haben wir zwei gute Jungs. Dann sind wir mal durch. Das ging schnell, kurz und schmerzlos. Viel Erfolg, Bernd, am Wochenende. Dankeschön. Allen Hansa-Mannschaften, die am Wochenende im Einsatz sind, natürlich viel Erfolg. Und unseren Auswärtsfahrern eine gute Fahrt und eine umso glücklichere und fröhlichere Rückfahrt wieder zurück nach Rostock. Vielen Dank. Wir sehen uns am Sonnabend in Wiesbaden. Okay.